geben, ein paar Kommentare hier zu dem zu der Inselwelt, die Stockholm vorgelagert ist. Diese Schären, wie man das auf Schwedisch nennt, sind natürlich eine einzigartige Landschaft, die bebaut ist mit diesen Ferienhäusern. Manche leben auch ganzjährig hier, aber meistens im Sommer verbringen die Stockholmer ihre Ferien dann in ihrem eigenen Haus hier am Wasser und mit dem eigenen Bootsanleger. Es ist eine wunderschöne Landschaft, die in der Eiszeit entstanden ist. Vor 14.000 Jahren hinterließen die Gletscher hier diese abgerundeten Felsen aus Granit und die wurden dann bewaldet mit dem dichten Wald hier. Und seit 200 Jahren, also seit dem 19. Jahrhundert, fingen die Schweden dann an, aus Stockholm hier rauszusiedeln und dann hier in der Inselwelt sich ein Ferienparadies zu schaffen. Seit 3 Stunden sind wir schon im Archipel, also hier im Schärengarten, wie die Schweden das nennen. Und auf einer Länge von 60 Kilometern vor der Küste von Stockholm liegt dieser Schärengürtel vorgelagert. Es sind 25.000 Inseln, die alle übrigens einen Namen haben, einen einzelnen Namen. Alle 25.000, große, kleinere. Und wir fahren jetzt mit der Hauptfahrrinne durch die engste Stelle jetzt in diesem Moment, die natürlich militärisch eine Bedeutung hatte, sodass die schwedische Marine auf der rechten Seite große Batterien, also Kanonenstellungen gebaut hatte, die aber jetzt seit dem Kalten Krieg nicht mehr gebraucht werden. Durch diese engste Stelle müssen alle Schiffe durchfahren, auch die großen Fähren, 170 Meter breit, 18 Meter tief. Oxjupet ist der Name, also Ochsenfurt. Und wir sehen die Kanonenstellung noch auf beiden Seiten und auf der rechten Seite, auf der Insel Rindö, sind noch die Kasernen zu sehen, die aber jetzt umgebaut werden in Wohnungen. Auf der linken Seite, also Backbord, haben wir eine Signalstation, einen optischen Telegrafen. Im 19. Jahrhundert signalisierte man von der Ostsee aus einlaufende Schiffe bis nach Stockholm durch diese optischen Telegrafen. Das ist einer von denen, die noch erhalten sind. Pass gefahren sind, dann setzt sich diese schöne Inselwelt weiter fort, also mit kleineren Inseln, alle bebaut mit diesen Ferienhäusern. Wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. So, das sind herrliche Ausblicke hier von dieser Schärenlandschaft, in die wir gerade durchfahren, reinfahren. Ich habe euch eben mal so ein bisschen die Ansage auch des Kapitäns mit aufgenommen. Und ja, bei dem schönen Wetter nutzen wir jetzt einfach die Gelegenheit und hier außen zu frühstücken heute Morgen. Es ist wunderschönes Wetter. Ich habe zwar die dicke Jacke an, aber das hängt einfach damit zusammen, es war ganz früh schon draußen waren und da habe ich vorsorglich die dicke Jacke angezogen, habe ich jetzt einfach mal angelassen. Ja, jetzt gibt es erstmal Frühstück, bevor ich euch dann mitnehme auf die Rundfahrt durch Stockholm.
Hallo ihr Lieben, wir sind hier jetzt schon mitten auf Sightseeing-Tour in Stockholm. Wir haben uns heute geteilt quasi, mein Mann und meine Tochter, die sind unterwegs ins Upper-Museum, verbunden mit einer kleinen Stadtrundfahrt. Und mein Sohn und ich, wir sind hier mit Hop-On, Hop-Off, Bustour unterwegs. Das heißt, wir können überall ein- und aussteigen in der Stadt, wo wir gerade wollen, wo es uns gefällt. Und wir sind hier jetzt zum ersten Mal im Skansen ausgestiegen. Genau, hier gibt es Museum und Park ist es anscheinend, aber wir gehen jetzt einfach mal weiter und schauen mal, was wir noch so alles Schönes hier sehen. Hier gibt es die berühmten schwedischen Zimtschnecken und die werden wir uns jetzt mal gönnen. Mal schauen, wie sie schmeckt. Schöner Ausflug, meine gute Entscheidung ist einfach nur Hop-Off, Hop-On zu machen, also da auszusteigen, wo wir gerade wollten, es uns gut gehen zu lassen. Ganz viel gesehen und für mich geht es jetzt erstmal zum Abschluss des Tages in die Wellnesslandschaft der AIDA. Und ich danke euch für dabei sein. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao, die Irmgard.